Herzlich willkommen wieder beim Krone TV Live Talk hier direkt aus dem Newsroom der Kronenzeitung. Bei uns zu Gast war der FPÖ-Präsidentschaftsbewerber Norbert Hofer. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, es ist sehr viel diskutiert worden in den letzten Wochen und Monaten, was das Amtsverständnis des Bundespräsidenten betrifft. Sie haben immer wieder gesagt, es muss nicht jeder zwingend immer angelobt werden. Jetzt gibt es einen aktuellen Fall. Die SPÖ sucht einen Nachfolger für Werner Faymann, einerseits für die Parteispitze, andererseits wohl auch als neuer Kanzler. Würden Sie die beiden Herren, die jetzt als Favoriten gehandelt werden, Christian Kern vor allem, möglicherweise aber auch Gerhard Zeiler, ohne wenn und aber angelobt? Die beiden würde ich angeloben. Ich habe gesagt, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen hat lassen, dann geht es nicht. Und ich schaue mir immer an, wie jemand arbeitet, ob er Innovationskraft hat, ob er etwas weiterbringt in der Regierung. Und dieses Vorschussvertrauen gebe ich einfach. Nur sieht es fast so aus, als würde man schon wieder zu streiten beginnen und das wollen die Österreicher nicht. Gut, wir werden sehen. Also darüber ist natürlich eine große Spekulation, kommt es zu Neuwahlen oder nicht. Im Moment sieht es aber so aus, als würde sich die Koalition zumindest kurzfristig wohl ausgehen und sich über einen Kandidaten einigen. Aber welche Gründe, Sie sagen, man schaut sich an, ob jemand die nötigen Voraussetzungen mitbringt. Welche Gründe würden denn ganz konkret vorliegen, dass Sie sagen, nein, die Vergangenheit hat gezeigt, der kann es nicht? Ja, also wenn er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, das heißt ein Wirtschaftsverbrechen, etwas veruntreut, irgendwo angeklagt war, das ging nicht. Aber ansonsten haben Parteien eine Mehrheit im Parlament. Wenn jetzt SPÖ und ÖVP diesem Kanzler die Unterstützung zusagen, dann gelobe ich ihn an und dann schaue ich mir an, wie er arbeitet. Gut, also Kriminalitätsgründe im weiteren Sinne. Ja, okay. Ja. Um den Themenkomplex abzuschließen, der Rücktritt Werner Faymanns am Montag war dann doch etwas überraschend, auch wenn der Kanzler möglicherweise angezählt war. Diese Geschwindigkeit hat ja auch die eigene Partei durchaus überrascht. Könnte es jetzt sein, dass viele Wutbürger, von denen es ja heißt, es gäbe die in Österreich derzeit, gibt einen gewissen Fuß gegen die Regierung, dass deren Wut jetzt ein bisschen gestillt ist mit dem Rücktritt von Werner Faymann und der Norbert Hofer deswegen von diesen Stimmen nichts mehr abbekommen? Also diese 1,5 Millionen Menschen, die mich gewählt haben, sind ja Hoffnungswähler, die darauf hoffen, dass sich etwas zum Positiven verändert in Österreich. Und diese Hoffnung gebe ich nach wie vor weiter, weil ich einfach als Präsident ein anderes Rollenverständnis habe. Weil ich bei der Entscheidung immer schaue, was tut Österreich gut. Natürlich bin ich auch Europäer, aber Österreich kommt immer zuerst bei der Entscheidung. Und diese 1,4 Millionen, die werden ja wahrscheinlich kein Problem sein, wieder zu aktivieren. Mhm. Es geht aber natürlich um die gut 40% des ersten Durchgangs, die Sie nicht gewählt haben und auch den Alexander Van der Bellen nicht. Mhm. Davon muss man sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen abschneiden. Möglicherweise ist deren Wut, sollten die auch eine haben, befriedigt mit dem Rücktritt von Werner Faymann. Bei diesen Menschen kann ich sagen, dass ich keine Fahne im Wind bin, dass ich meine Position dann halte, dass ich eine Linie habe, nicht einmal für TTIP, dann dagegen, dann wie bei Van der Bellen das Bundesheer abschaffen, dann will er Oberbefehlshaber sein, das bin ich nicht. Ich kenne einen sehr geraden Weg und ich glaube, das ist in der Politik etwas Seltenes. Apropos TTIP, sind es gerade angesprochen. Sie haben gemeint, es gäbe ein paar ganz klare Wünsche, die würden Sie der Bundesregierung einige Male mit auf den Weg geben und wenn die nicht erfüllt werden, sage ich jetzt einmal so, immer wieder und immer wieder aufs Neue reden und wenn die nicht erfüllt werden, am Ende des Tages die Regierung entlassen. Das ist eine sehr gewagte Ansage, es wurde ja viel diskutiert darüber. Mhm. Aber angenommen TTIP, die Regierung würde das unterschreiben, danach sieht es im Moment zwar nicht aus, aber es könnte ja sein. Angenommen die Regierung würde TTIP unterschreiben, würden Sie die dann entlassen? Na, bei TTIP ist das anders. Hier unterschreibt der Bundespräsident einen Staatsvertrag. Das Parlament stimmt ab und ich habe gesagt, ich akzeptiere keine Entscheidung ohne Volksabstimmung. Das heißt, bei mir werden die Bürger gefragt und erst dann unterschreibe ich. Das ist der große Unterschied. Okay, auch wenn 23 Länder, wie man hört, europaweit dafür sind und nur 5 dagegen. Richtig, ich weiß, der Druck wird enorm werden auf mich. Da werden große Konzerne kommen, da werden Staatschefs kommen, die alle auf mich einreden werden. Ich möge doch die nicht unterzeichnen, aber ich werde standhaft sein. Gut. Anderes Thema, Asyl. Derzeit liegen knapp 20.000 Anträge vor, heuer, nach 4,5 Monaten. 37.500 sind so Obergrenze, Richtwert, was auch immer. Jedenfalls so viel sollen es heuer aus Sicht der Bundesregierung maximal werden. Nach 4,5 Monaten ist es jetzt schon deutlich mehr als die Hälfte. Das wird sich wohl nicht ausgehen. Das heißt, möglicherweise ist das auch ein Bereich, wo Sie sagen, Sie hätten dann einen Wunsch. Und Asyl ist der Bereich, wo Sie gesagt haben, Sie werden sich einmischen. Ja. Was würden Sie denn der Regierung ganz konkret sagen, wenn der 37.500 Erste jetzt wirklich vor der Tür steht? Dass jetzt die Grenzen ordentlich gesichert werden müssen. Ich habe heute und gestern mit Polizisten gesprochen, die mir mitgeteilt haben, was sich an der Grenze schon wieder abspielt. Österreich grenzt nicht an Syrien. Es gibt das Dublin-Verfahren, das sagt, das Asylverfahren ist dort durchzuführen, wo die Person das erste Mal sicheren Boden betritt. Mhm. Diese Menschen durchqueren viele sichere Länder
und kommen nach Österreich, weil hier die Mindestsicherung ist, gehen nach Deutschland wegen Hartz IV, gehen nach Schweden. Das sind Wirtschaftsflüchtlinge, zu einem ganz, ganz großen Teil. Und diese Menschen können nicht in Österreich bleiben und ich muss die Grenze so sichern, damit diese Menschen eben nicht nach Österreich einwandern. Das heißt konkret nach Slowenien, nach Ungarn zurückweisen? So ist das, ja. Also wirklich definitiv abbringen. Ja, so ist das. Okay, klares Statement. Eine Milliarde mehr gibt es fürs Bundesheer bis zum Jahr 2020. Auch das ist einer Ihrer Kernbereiche, wo Sie Ihren Wunschkatalog sozusagen deponieren und sich damit aber auch aktiv in die Politik hier auch einbringen wollen. Ist diese eine Milliarde mehr ausreichend aus Ihrer Sicht? Überhaupt nicht. Über diese Jahre gerechnet, das Bundesheer wurde über viele Jahre finanziell, personell, organisatorisch ausgehungert. Etwa 1% des BIP würden wir benötigen, damit das Bundesheer seinen Aufgaben gut nachkommen kann. Das sind in Summe 3,5 Milliarden Euro, die notwendig sind. Davon sind wir immer noch weit entfernt und unsere Verfassung verpflichtet uns, das Bundesheer einsatzfähig zu halten. Wäre das jetzt einer dieser Bereiche, wo Sie sagen, wenn im nächsten Budget nicht steht, 3,5 Milliarden, entlasse ich die Regierung? Wenn ich Präsident bin, da bin ich Oberbefehlshaber des Bundesheeres, beharre ich darauf, dass es 1% des BIP für das Bundesheer gibt. Und da werde ich mit der Regierung so lange reden und so eindringlich verhandeln, dass das umgesetzt wird. Also das wäre so ein Saftbereich, wo man sagen würde, der Norbert Hofer wird da nicht zurücktreten, 3,5 Milliarden ist 1% und damit muss so viel Budget. Ja, wenn es jetzt 0,9 sind, da werde ich sie wieder nicht entlassen, aber das Bundesheer braucht das Geld, damit die Verfassung eingehalten werden kann. Tun wir das nicht, beginnen wir Verfassungsbruch und das kann ich nicht hinnehmen. Okay, auch klare Ansage. Wir haben jetzt ein paar Themen durchgemacht, wo immer wieder klar ist, ja, das sind Ihnen wichtig, Sie haben ja gesagt, das wäre das Asylbereich, das wäre das Bundesheer, auch die Steuerquote darf nicht erhöht werden, über die haben wir uns noch nicht unterhalten, aber da wird wahrscheinlich etwas Ähnliches rauskommen. Am Ende des Tages bedeutet das doch eine große Abkehr vom Status quo. Derzeit hat der Bundespräsident im Hintergrund viel gewirkt. Sie würden das sehr aktiv offensichtlich wirklich sich einbringen wollen. Das erinnert ein bisschen an starke Präsidenten in Frankreich zum Beispiel, in der Türkei ist Erdogan, das aber auch sehr stark in Russland. Glauben Sie, wollen, dass die Österreicher wirklich so eine ganz starke Person über die Regierung drüber, die quasi oberster Schiedsrichter ist und sagt, nein, hier ist Schluss und wenn nicht Schluss ist, werden Sie wirklich rausgeschmissen? Wenn diese Person verantwortungsvoll genug ist, das ist ja wichtig. Als Präsident hat man eine riesige Verantwortung. Man muss sich jede Entscheidung gut und dreimal überlegen, aber man muss auch kraftvoll sein. Man kann nicht zusehen, Österreich geht, wo man dann wirklich den Bach hinunter, weil zwei Parteien nur mehr miteinander streiten. Und da hat der Präsident die Aufgabe, das Land auch in Ordnung zu bringen. Der Van der Bellen würde wahrscheinlich sagen, ja, machen wir mit Rot und Schwarz weiter. Die Grünen kommen halt dazu. Damit es sich irgendwie ausgeht, dann haben wir more of the same. Das bringt nichts. Ein Präsident muss darauf achten, dass es diesem Land auch wieder besser geht. Kanzler Hansi Strache, das große Endziel? Ich werde, wenn ich Präsident bin, den Obmann oder die Obfrau der stärksten Partei mit der Regierungsverhandlungen betrauen. Und das ist mir egal, welche Partei das ist. Van der Bellen sagt ja, auch wenn die FPÖ 50% der Stimmen macht, werde ich verhindern, dass diese Partei Verantwortung übernimmt und dann sogar für Neuwahlen mich einsetzen. Was heißt das? Es gibt eben nur die Variante Rot-Schwarz mit Unterstützung von Grün. Und das ist keine Zukunftsanzeige. Apropos Neuwahlen ganz zum Schluss, jetzt schließt sich der Kreis wieder zum Beginn des Interviews. Mhm. Rechnen Sie eigentlich mit Neuwahlen? Gestern hat es ja so ausgesehen, als würde die ÖVP doch nicht mit jedem Kandidaten leben können, wollen. Das war ein bisschen verklausuliert. Wie schätzen Sie die Situation ein? Sie haben heute die jüngsten Aussagen angesehen. Es gibt gerade jetzt Angriffe gegen Kern, wo man sagt, er hat hohe Zuschüsse bekommen vom Staat und er wäre nicht der geeignete Kanzler. Also das steuert schon in eine Richtung, wo man sagen muss, da könnte es Neuwahlen geben. Mir wäre eigentlich recht, wenn es endlich einmal ordentlich gearbeitet werden würde. Klar, sage ich als FPÖ-Politiker, ja, die FPÖ wird stärkste Partei und alles ist toll. Aber wenn es Neuwahlen gibt, wird es wohl so sein. Aber ich bin auch traurig darüber, dass diese Regierung nicht arbeitet. Aber ganz ehrlich, wünschen Sie sich nicht Neuwahlen? Ich wünsche mir eine gute Regierung, das ist das Wichtigste. Sehr diplomatisch geantwortet. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Herr Hofer. Danke. Und vielen Dank für Interesse bei unserem Live-Talk auf KroneTV. Wir sehen einander nächste Woche hier auf diesem Sendeplatz.